Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore und willkommen zurück im Universum von Fallout 76. In den letzten Folgen hat unsere Hauptfigur die Vault 76 verlassen und hat bereits seine ersten Begegnungen mit dem gemacht, was einem da draußen im Ödland von Appalachia so erwartet. Doch auf dem Weg zum Wayward, der kleinen Kneipe, die das nächste Ziel unserer Hauptfigur ist, kommen wir noch an so manchem mysteriösem, seltsamen Ort vorbei. Und in diesem Video werfen wir mal einen Blick auf einen von diesen, nämlich den Gutshof Wixen. Auf dem Weg von der Sägemühle zum Gutshof Wixen kann man einen Bus auf der Straße stehen sehen. Dieser scheint weitgehend leer zu sein. Darin sitzt nur ein einsames Skelett mit einem Kasten Bier, mit einer einzelnen Flasche Red Ale darin. Ob sich diese Person wohl gerade auf dem Weg zu einer Party befunden hat oder wollte er nur seine privaten Vorräte aufstocken? Im Feld des Gutshof Wixen finden wir einige mutierte Biber. Diese Wesen sind harmlos, sehen allerdings durchaus überaus wehrhaft aus. Ihr Schweif ist stark mutiert und hat massive Stacheln ausgebildet. Nähern wir uns dem Gutshof, trifft unsere Hauptfigur zum ersten Mal auf die Verbrannten. Mit diesen mysteriösen Wesen werden wir noch oft Bekanntschaft machen müssen. Ich möchte in diesem Video daher noch gar nicht zu viel über diese Kreaturen verraten, aber so viel sei gesagt, sie leiden an einer Seuche, die artübergreifend überaus aggressiv macht. In einer Scheune können wir einige Heuballen sowie ein Fahrzeug vorfinden, das diese wohl stapeln kann. Ansonsten ist dieses Gebäude weitgehend uninteressant. Man kann hier allerdings ähnlich wie bei der Sägemühle sehr schön erkennen, dass hier bis zum Fall der Bomben gearbeitet wurde. Das Leben endete mitten im Alltag. Die Leute hier in dieser ländlichen Gegend von Appalachia waren wahrscheinlich auch einfach nicht so gut vernetzt, so gut informiert wie andere Regionen der USA. Sie wurden wahrscheinlich vom Fall der Bomben vollkommen überrascht. Im Haupthaus dieses großen Bauernhofs scheint das untere Stockwerk vollkommen verlassen. Auf der Veranda können wir eine Leiche sehen, wahrscheinlich aus der Vorkriegszeit. Immerhin dauert es mindestens 10-12 Jahre, bis so ein menschlicher Körper vollkommen skelettiert und der Krieg ist hier erst 25 Jahre her. Und auch die Kleidung spricht eher für eine vor dem Krieg oder kurz nach dem Krieg verstorbene Person. Weiter hinten auf der Veranda finden wir einige Kinderspielsachen. Welches Kind hat hier gespielt und was ist mit ihm passiert? Im oberen Stockwerk sitzt eine Katze in einem Raum mit zwei toten Verbrannten. Hat die Katze diese beiden Angreifer alleine im oberen Stockwerk ausgeschaltet? Wohl eher nicht. Aber andererseits, wer weiß, welche Fähigkeiten sich Katzen in dieser lebensfeindlichen Nachkriegswelt angeeignet haben, um zu überleben. Ich lasse dieses unscheinbare Raubtier lieber in Ruhe. Aber Spaß beiseite, auffallend ist wirklich, dass die Katze in den letzten 25 Jahren im radioaktiven und mit FEV verseuchten Ödland von Appalachia nicht mutiert ist. Ein sehr ungewöhnlicher Anblick hier im Ödland, ein so wenig bis nicht mutiertes Geschöpf zu sehen. Und sie scheinen wohl auch gegen die Seuche der Verbrannten immun zu sein und werden von dieser wohl auch nicht verwandelt. Katzen sind halt einfach doch mysteriöse Wesen.
Auf dem Nachttisch des oberen Stockwerks können wir außerdem noch eine Notiz vorfinden. Auf dieser können wir Folgendes lesen. Die Responder haben keinen blassen Schimmer. Jede Nacht sind mehr von den Bestien am Himmel. Die Bruderschaft hat sie gewarnt, hat uns alle gewarnt. Defiance ist gefallen, sagten sie. Was zum Teufel soll das bedeuten? Die Vorräte werden knapp. Werde vielleicht versuchen, zu Abby über den Berg zu kommen. Die freien Staaten wissen sicherlich mehr. Sammy, falls du das liest, geh zu Abby. Geradeaus in östlicher Richtung vom Red Rocket Megastop. Sie kennt die stählerne Bruderschaft besser als irgendjemand sonst. Ich hoffe, dein Schutzengel passt auf dich auf. Mehr kann man sich in dieser verdammten Zeit ja nicht wünschen. Auf dem Bett neben der Notiz finden wir einen Koffer. Wurde Sammy beim Packen von diesem von Verbrannten attackiert? Konnte seine Angreifer allerdings abwehren und fliehen? Musste er seine Habseligkeiten aber zurücklassen? Oder sehen wir hier vielleicht Sammy selbst, der der Krankheit der Verbrannten erlegen ist? Doch wer ist dann der andere Verbrannte im Zimmer? Und wer hätte die beiden Verbrannten hier oben dann wirklich getötet? In einem kleinen Werkzeugschuppen neben dem Hauptgebäude finden wir einige leere Dosen und Kanister sowie Dünger und eine Bastelwerkbank. Davor ist ein Anhänger, wahrscheinlich um Pferde zu transportieren. In einer weiteren großen Scheune, neben zwei großen Silos, können wir seltsame humanoide Gestalten vorfinden. Sie wirken, als wären sie aus Asche modelliert worden und sind von grünen Kristallen durchzogen. Was wir hier sehen, ist das Endstadium der verbrannten Infektion. Ansonsten finden wir auch hier nur einige leere Behälter und eine Werkbank sowie einige zerstörte Fahrzeuge. Hier hat in den letzten 25 Jahren seit dem Großen Krieg wahrscheinlich niemand mehr gelebt. Aber die Gebäude dieses alten Hofs wurden wohl gründlichst geplündert. Diesen Ort hat jedes menschliche Leben schon lange verlassen. Und das nicht nur durch den Großen Krieg und den Fall der Bomben. Ein Ereignis, das auch hier wohl schon seine ersten Toten forderte, sondern noch ein zweites Mal durch das Auftauchen der in dem Brief erwähnten Bestien am Himmel und die Gefahr durch die Verbrannten. Unsere Hauptfigur hat noch einen weiten Weg vor sich. Wenn sie die Geschichte der alten Welt und der frühen Nachkriegszeit sowie die Geschichte der Verbrannten aufdecken will. Aber für heute machen wir hier an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich hoffe, ihr mögt diese Videoreihe. Vielen Dank fürs Zusehen, wie schon gesagt, und vielen Dank vor allem für euren Support auf Patreon, auf YouTube, auf Steady, wo auch immer. Ihr seid ein super wichtiges Fundament für den Kanal und ohne euch könnte ich das alles überhaupt nicht machen. Außerdem seid ihr ein weiteres wichtiges Standbein neben den Werbeeinnahmen. Das heißt, sollte irgendwann mal was mit meinem Kanal sein, dass er demonetarisiert wird, dass er vielleicht sogar gelöscht wird, habe ich wenigstens immer noch den Fansupport, um den nächsten Kanal wieder aufzubauen als Überbrückung. Und das lässt mich nachts schon ein bisschen ruhiger schlafen. Also wirklich vielen Dank dafür. Und in diesem Sinne, ciao, macht's gut und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Tschüss.